Aber ganz ehrlich, so Mitsuko würde ich auch gerne als Social Link freischalten, deswegen können wir das auch durchaus öfter mal machen mit Lernen. Du bekommst eine Unterhaltung mit. Oh, die Golden Week ist vorbei, wie traurig! Weißt du, Hasen können vor Trauer sterben! Okay, erstens bist du kein Hase und zweitens ist das nur ein Gerücht, okay? Was? Niemals! Ich dachte, das wäre wissenschaftlich erwiesen! Aber apropos traurig, ich habe bei meinem letzten Besuch des Naganaki-Schreins eine Grundschülerin gesehen. Sie spielte ganz allein und sah so traurig aus, dass sie mir ganz leid tat. Die erste Glocke läutet. Wahrscheinlich ist das ein potenzieller neuer Social Link. Oh, die sieht mal ganz normal aus. Also wir haben jetzt mal nicht irgendwie einen verrückten Geschichtslehrer mit einem Samurai-Hut auf oder die Mathelehrerin. Ich habe keine Lust zu unterrichten. Gestern Abend habe ich einen TV-Special über das Abnehmen gesehen. Je mehr man trinkt, desto dünner wird man. Ja klar. Was ist bitte mit den osmotischen Drucken? Das ist zwar falsch, aber die Leute glauben, was sie im Fernsehen sehen. Viele Firmen behaupten Dinge wie, unser Produkt enthält Mineralien. Aber das ist Unsinn. Die reden da von Spurenelementen, die bringen gar nichts. Wusstet ihr, dass die verschiedenen Bezeichnungen für Wasser sich nach dessen Kalzium- und Magnesiumgehalt richten? Du siehst aus, als wüsstest du die Antwort pleugen. Überrascht mich. Ich kann dich mit der falschen Antwort überraschen. Keine Ahnung. Ich kenne mich mit sowas nicht aus. Wie nennt man Wasser ohne Kalzium und Magnesium? Jetzt mache ich mich wahrscheinlich total zum Affen. Also Kalkwasser ist doch hart, oder? Weiß ich nicht. Natürliches Wasser? Nee, weiches Wasser. Richtig. Du bist besser informiert als gedacht oder hast einfach gut geraten. Das meiste Wasser in Japan ist weiches Wasser. Deshalb finden es viele Japaner seltsam, hartes Wasser zu trinken, weil sie nicht daran gewöhnt sind. Nicht vergessen, wenn man Reis in hartem Wasser kocht, ruiniert das den Geschmack. Nun zu den Ionen im Wasser. Also in Chemie bin ich eine absolute Niete. Das heißt also, kann ich froh sein, dass ich das überhaupt gewusst habe oder erraten habe zumindest. Ja. Dein Charme hat sich erhöht. Ich finde es lustig, dass man Charme dazu bekommt, wenn man in der Schule richtig antwortet. Anscheinend ist ein kleines Mädchen am Schreien. Möchtest du da hingehen? Ja, wenn du das jetzt schon so sagst, dann werde ich da wohl wahrscheinlich hingehen müssen oder sollte da hingehen. So. Solange es jetzt nicht so ein zweiter King ist hier, passt es ja. Hallo, ich bin Maiko. Wer bist du? Mama und Papa sagen, ich soll nicht mit bösen Leuten reden. Bist du böse? Nö, ich bin nett. Echt? Du lügst nicht, oder? Maiko scheint etwas zu wollen. Ich kann gar nicht spielen, weil ich Hunger habe. Ich will etwas ganz doll haben. Ich habe solchen Hunger. Ich will etwas essen, das rund und heiß ist und weich. Ich kann ihm Gehirn geben, so ein gekochtes Gehirn. Ja, guck mal, wahrscheinlich Schule. Verkauft nicht unsere Rezeptionistin da irgendwie ihre komischen heißen Brötchen oder ihr, was auch immer das sein mag? Ja, du. Willkommen, Items kaufen. Wachmacher, gebratenes Brot. Ist es das nicht? Das ist ein Grund, wahrscheinlich, oder oval. Ach komm, wir geben dir mal was Besseres. Bitteschön. Ach komm, eins kaufen wir uns noch. Oh, ich glaube, das sollte aber reichen. Ja. So, würde ich mal sagen, haben wir das, was sie wollte. Also, die wird wahrscheinlich von ihren Eltern vernachlässigt, wenn die hier alleine rumsteht und Hunger hat. Ja, du hast doch was. Brot ist dir nicht weich genug, okay. Gut, mein Fehler. Ja, Reisbällchen. Wahrscheinlich. Das wäre noch rund und weich und. Müssen wir mal gucken. Also, sie hat jetzt nichts mehr, was rund und weich ist, oder? Apfelstrudel. Der ist auch weich, oder? Der Schnitzel ist nicht weich. Komm, scheiß drauf, kaufen wir jetzt einfach. So. Ich hoffe, die ist ja zufrieden. Auch noch Anspruch, die Göre, ja. Ja, es muss halt auch weich sein. Ich meine, weiß ich nicht, hat wahrscheinlich keine Zähne im Mund mehr. Ist alles schon ausgefallen, dass sie nicht so einfach ins Brötchen essen kann. Und weich, ja, du hast doch was! Apfelstrudel, willst du sagen, dass der Apfelstrudel zu hart ist oder was? Also wirklich mal. Das Schulessen will sie nicht, ich merke schon. Ja gut, bei den meisten Schulessen ist das kein Wunder. Muss im Restaurant kommen, am besten, ne? So richtiges Edelrestaurant. Ja, müssen wir halt einfach in die Einkaufsstraße gucken. Wahrscheinlich haben die da irgendwas, oder? Wildduck-Burger ist es nicht.
Was macht man nicht alles für Social Links, hä? Was ist denn das hier? Ramenbar. Schwein. Das Kollagen macht die Haut schön. Das klingt total abartig, wenn das Süßigkeiten laden. Was haben die denn hier? Gar nichts. Gyudon-Restaurant. Verkaufsautomat. Auch nicht. Ja gut, das ist auch schon mal nicht. Ja, was will die Alte denn? Keine Ahnung. Port Island Station, gibt's da was zu futtern? Na, hier ist auch nichts. Erstaufführung, nein, 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 ich kein Bock. Ja, keine Ahnung. Da müssen wir ins Paulina Einkaufszentrum. Vielleicht haben die noch was. Polizeiwache wird es nicht sein. Heilmittelladen. Ich kann da als Dings arbeiten. Das ist interessant zu wissen, aber das interessiert mich jetzt erstmal nicht. Ja, oder wir können da noch nicht hingehen. Also, was will die jetzt denn von mir? Dann muss ich wahrscheinlich warten, bis irgendwann mal das Restaurant da aufmacht oder so. Nagasaki-Schrein, sollen wir da mal irgendwas klauen oder so? Liegt hier irgendwas rum? Münzbox. Spende tätigen. Ach, hier liegt doch immer was zu essen, oder? Oh Gott, ernsthaft. Da sind ein paar Happen Inari-Sushi. Also eigentlich wollte ich die klauen. Geht auch nicht. Gut, dann können wir es nicht machen. Ganz ehrlich, ist es halt so, wie es ist. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal den nächsten Nebenjob an, zu dem wir nie erscheinen werden. Kann nicht schaden. Teilzeitjob annehmen. Komm, machen wir einfach mal. Müssen wir das nächste Mal, ja, muss einfach das nächste Mal irgendwie, müssen wir Dings machen hier. Ja, wahrscheinlich aus irgendeinem Restaurant was kaufen und das im Inventar haben. Pauline Einkaufszentrum, Heilmittelladen, Bibovi. Du hast dich bei dem Teilzeitjob mit dem Verkauf von Heil-Items total verausgabt. Das ist gut, ja, da bin ich jetzt depressiv. Im Verkaufsgespräch hast du auch Informationen über Zaubersteine mit eingebaut. Dein Wissen hat sich erhöht. Naja, ob man das als Wissen bezeichnen kann, ist eine andere Frage. Du übst dich im Lächeln und im Verarschen anderer Leute. Ja, und anderen Menschen in Anführungsstrichen Heilung zu vermitteln. Ne? Dein Charme hat sich erhöht. Durch Teilzeitarbeit hast du 3500 Yen verdient. Wird schon dunkel draußen. Ich bin echt mal gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Leugenkuhn erkunden wir heute nach den Tartarus. Langsam werde ich unruhig, denn seit dem besagten Tag ist nichts passiert. Will ich es mir ein oder leiden immer mehr Leute unter dem Apathie-Syndrom? Leugen scheint schon mal moralisch fragwürdig. Ja, mein Gott, wenn's Geld bringt, was soll's, ne? Mir schwant Böses oder bin ich bloß paranoid? Jetzt ist ja die Frage, müssen wir ja heute in Tartarus? Also wie gesagt, weil ich habe nichts zu tun da. Man könnte da jetzt hin, ja, das wäre halt ein verschwendeter Abend, ne? Wo geht's mir scheiße? Wie kann es denn immer noch gut gehen? Du bist doch verausgabt, Junge. Was muss man machen, damit du depressiv wirst hier? I never felt like. Schubidubidu. Nochmal arbeiten gehen. Ja, ja, ich hab nichts für dich. Alles gut, verlassen. Ja, das Ding hat zu. Ich kann mir das, wie gesagt, ich kann mir das echt nicht merken, wo ich hier arbeiten kann, wo nicht. Power Records. Hat auch zu. Ah, weißt du was? Komm, wir verzocken den ganzen Abend. Mach mal. Sind Quizspiel, Glücksrad, wir machen Quizspiel. 3000 Yen, ja, schon teuer. Na, scheiß drauf. Du hast dein Fachwissen gegen Spieler aus ganz Japan bewiesen. Dein Wissen hat sich stark erhöht. Stark erhöht sogar. Also war das doch nicht so doof, das zu machen. Da, oh, Samstag ist. Am Samstag ist es soweit. Endlich Zeit für Mittagessen. Hey, was geht, Bleugen, hä? Was sagt der Schule Zeit? Machen wir mal erstmal vielleicht. Oh, wenn du was unternehmen willst, komm vorbei. Ich bin an meinem Schreibtisch und ich sollte wohl lernen gehen. Oder nicht? Wer muss schon lernen? Lustig, ne? Kenji wirkt, als würde er etwas verstecken. Vielleicht solltest du nach der Schule mit ihm reden. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich werde aber erstmal. Es kommt schon die nächste. Was geht ab, Leugen? Hast du die Schule überlebt heute? Wollen wir in der Mittagspause joggen gehen? Wie sie alle sich schon so aufreihen, weißt du? Einer nach dem anderen kommt zu mir.
Komm schon, auf geht's. Halt, wir haben nicht genug Zeit. Ich glaube, ich spare mir meine Energie fürs Training auf. Du kommst doch mit, oder? Wir sehen uns da. Kazushi ist begeistert. Vielleicht solltest du nach der Schule zum Schwimmtraining gehen. Ah, das war's schon. Da kommt noch mehr. Mittagspause ist fast vorbei. Zurück ins Klassenzimmer mit dir. Gut. Der Unterricht ist heute vorbei. Guti. Und ich bin erschöpft. Gut. Immer noch gut. Scheiße. Das heißt, wir kommen nicht zu dem Typen. Wir können ja jetzt aber mal, weil ich will jetzt mal den Social Link mit dem Mädchen da irgendwie aufbauen. Das heißt, wir gucken als allererstes jetzt mal Einkaufsstraße. Ich könnte auch in den Hauswirtschaftsraum, ja, könnte ich auch machen, hast recht. Jetzt gucken wir aber erstmal, ob wir irgendwie, ist sie nicht am Schreiner, wir brauchen doch das Essen. Das ist es doch. So viele Leute. Wahrscheinlich können wir die noch gar nicht machen. Also. Was kann man da geben? Ich meine, was ist rund, weich? Das kann doch nur so Reisbällchen sein, oder? Vielleicht hat sie heute Kinderansprüche. Na, ist eh nicht da. Was? Ich habe geschrieben, noch da? Noch da? Ah, ist sie noch da am Schrein? Ja. Nee, ist sie nicht. Sie ist ja. Reinigendes Wasser. Nee, ist egal, wir gehen in den Hauswirtschaftsraum, hast recht. Wie gesagt, ich will immer so viele Social Links machen wie möglich. Da ist Hauswirtschaftsraum vielleicht eine gute. So, mal, sind wir ja richtig überhaupt? Hauswirtschaftsraum! Natürlich Notiz, mit dem Wissensstand kannst du das leicht übersetzen. Ach, das war diese komische Sprache, war Französisch, ich verstehe. Darauf steht, mach mit beim Modeclub, wir treffen uns Dienstag, Mittwoch und Freitag. Oh. Scheiße. Jetzt immer noch nicht. Das ist ja was für Plöing, ne? Der Trendsetter, ich sag doch, ne? So, wie sieht's denn aus? Hast du mal was anderes zu futtern hier? Wachmacher. Was ist Melonpan? Ist das was Weiches? Krabbenbrot wirkt nicht weich. Jetzt muss ich mal googeln, was Melonpan ist. Melonpan. Melonpan. Ja, Internet will nicht. Doch, Melon, das ist einfach Melonenbrot. Mhm. Ein beliebtes Süß. Ich will wissen, ist das weich? Interessiert mich jetzt. Ja, Etymologie interessiert mich jetzt auch nicht. Herstellung. Es wird aus einem luftigen Teich, welcher in einer dünnen Keks- und Mürbeteigschicht mit Gittermuster umhüllt ist, hergestellt. Ich könnte es nur trotzdem kaufen. Ich mach's einfach. Warum nicht? Vielleicht kann ich mir das trotzdem über meinen Rachen schieben. Was ist mit dir? Hey, Bleigenkun. Heute ist kein Treffen, da fühlt sich mein Tag total anders an. Geht's dir das auch so? Oh, wie alt der aussieht. Der ist wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, wie alt ist der? 16 sieht aber aus wie 50, ne? Ja, dann können wir entweder mit Dings abhängen, ja, weiß ich nicht, Klassenzimmer. Egal, würde ich sagen, hängen wir mit hier Kenji ab, oder? Passt schon. Hey, Pleugen. Alter, Yukari-san ist echt heiß. Die hat sicher voll hohe Ansprüche. Wer nicht gut aussieht, wird mit dem redet sie ihr wahrscheinlich kein Wort. Achso, warte mal, bevor wir das machen, ja, egal. Ich habe kein Interesse an ihr, na klar. Also, bevor wir jetzt irgendwas machen, wir könnten nochmal wegen dem Baum gucken. Kaki-Baum. Hast du da irgendwie eine Information? Dieser Baum wirkt irgendwie besonders. Warum steht er da wohl? Keine Ahnung, ob wir jetzt ja einfach rumfragen müssen. Hast du eine Ahnung? Ach man, diese Spammer bringen mich echt auf die Palme. Diese Arschlöcher, die allen diesen Müll geschickt haben. Hoffentlich kommen die alle ins Kittchen. Weißt du was? Einer der Physiklehrer kocht sich einen Kaffee in Reagenzgläsern. Ja, kann ich mir vorstellen. Die Lehrer sind ja alle so ein bisschen durchgeknallt, ne? Mal abgesehen von dem Geschmack macht er sich keine Sorgen um Nebenwirkungen. Labor, kommen wir da rein. Gut, dann hängen wir jetzt einfach mit Kenji ab und dann ist gut hier. Hey, was geht? Kenji will mit dir reden. Ja, komm, mach mal. Hä, wirklich? Du hängst mit mir ab? Cool, dann gehen wir irgendwo hin. Kenji freut sich. Ich bin auch voller Freude. Natürlich fressen wir wieder was, war klar.
Die Suppe sieht zwar schmucklos aus, bietet aber wunderbares Geschmackserlebnis. Und wir schlürfen das alles weg. Mann, ich habe es so satt. Was das Leben? Leugen, Alter. Komm mal runter, ey. Was ist denn da los, ey? Das Leben gleich. Mach mal Schule. Die Schule habe ich seit dem ersten Schultag satt. Kenji seufzt. Ich stehe auf, gehe zur Schule, höre mir super öde Sachen an, gehe heim, esse was, schaue fern, gehe schlafen. Kenji ist gedankenversunken. Was müssen wir doch alle den Therapeuten spielen, ja? Okay, Bleugen, mir reicht es, ich leg mir eine Freundin zu. Also, wie du das sagst, Junge, also ich leg mir eine Freundin zu. Das ist nicht so, das ist nicht wie ein Haustier, was du dir kaufen kannst, ne? Da musst du dir mal ein bisschen Zeug legen und vielleicht nicht so dauerhorny durch die Gegend latschen, ne? Es klappt nicht. Ja, es ist Quatsch, überhaupt was zu versuchen, das klappt eh nicht. Weißt du, das geht es an, wir müssen ja motivieren. Danke, Alter, bald habe ich eine Freundin, so wie du. Ich wusste ja, dass ich in dem Spiel eine Freundin habe, aber gut zu wissen, ja. Jetzt denkt ja eh jeder, dass ich mit Yukari irgendwie was habe, scheinbar. Dann gehe ich wohl mal an meinen geheimen Plan an, Bro. Den kennst du ja, oder? Ich angel mir eine Lehrerin. Ich frage sie nach einem Date und sie verliebt sich. Zack, so einfach geht das. Haha, ist realistisch, oder? Kenji ist echt eine Gefahr für die Gesellschaft, ja. Denke ich auch, also. Der wird irgendwann auf dem. Ja, der wird wahrscheinlich hier auf dem Sexualstraftäterregister stehen, ich weiß es nicht. Aber. Also, gesund ist seine Einstellung nicht, wollen wir ganz ehrlich sein. Sie heißt Frau Kanu. Du kennst sie, oder? Sie unterrichtet Ethik. Ich rocke den Unterricht total. Sie ist zwar nicht die allerschönste, aber total süß. Sie hat hübsche Augen, eine tolle Frisur. Und hatten wir die schon mal, Frau Kanu? Ich erinnere mich nicht, Ethik hatten wir noch nicht, oder? War das Ethik, was wir gerade hatten? Nee, das war doch Chemie gewesen, ja, mit weichen und hartem Wasser, oder? Kenji schwärmt weiter über Frau Kanus Vorzüge. Aber verrate es keinem, okay? Nur du weißt davon. Kenji vertraute seinen Plan an, die Beziehung ist jetzt stärker. Wunderschön. Rang 3. Naja, immerhin habe ich jetzt nochmal einen Freund in meinem Alter, aber. Ja, ob das jetzt ob das ein guter Kontakt ist, wird sich rausstellen. Ich glaube ja nicht, aber naja. Er meint es wahrscheinlich nur gut, aber er ist genauso horny drauf wie Ryuji und so. Ja. Ich bin total aufgedreht. Gehen wir die Strategie durch. Du gehst mit Kenji nach Hause und ihr sprecht über seinen Plan. Könnte die Chemielehrerin gewesen sein, bin mir nicht sicher. Ja, aber da verstehe ich, er hat gesagt, sie ist nicht sonderlich hübsch. Ich meine, ich fand die schon, dass sie ziemlich hübsch aussah, aber na gut. Alles klar, Alter. Hey, ist dir aufgefallen, wie viele Freaks es in letzter Zeit gibt? Ansonsten ist alles wie immer. Alter, ist mir langweilig. Lass uns im Tartarus einen auf Action machen. Vielleicht sollte ich mitkommen. Ich sterbe auch vor Langeweile. Mach mich nicht wütend, Akihiko, sonst gibt's das auf den Arsch. So, wir speichern. So, Tartarus kommt eh bald, ne? Also, wir haben schon mal gut vorgelegt, so. Ey, Bleugen. Junge, Junge. Dir geht's immer noch gut. Ey, eigentlich müsste denen es doch total schlecht gehen. Er hat fünfmal hintereinander gelernt, ja. Er war seit bestimmt 3 oder 4 Tagen nicht auf dem Klo. Das muss doch wehtun, ne? Aber scheinbar stört ihn das nicht sonderlich. Oh, der ist neu. Wer bist du denn? Ich war in einem Meeting und habe jemanden was über dieses Apathiesyndrom, die Leute sagen, ja, nee, anscheinend gibt es immer mehr davon. Du kannst komplett gesagt sein und plötzlich komplett gesund sein und plötzlich, bumm, hast ein Apathiesyndrom. Ich glaube ja, dass sie einfach alle überarbeitet sind, aber... Blub, blub, blub. So. Ja, kann ich noch was machen? Wie viel Geld habe ich noch? Aber wisst ihr was, komm, nee, arbeiten, wollen wir arbeiten gehen? Ja, komm. Geht's dir? Möchtest du als Kunde hier bleiben? Nö. Wenn, dann will ich arbeiten. Kann ich irgendwo arbeiten? Nee. Antiquitätenladen hat zu. Power Records hat auch zu. Ah, komm, hier ist ja, hier mal nach Hause. Und lernen wir die ganze Nacht durch. Wer ist das denn? Warum stehst du schon vor unserer Tür hier? Was ist denn hier los? Ah, Ja, Metal das sei. So. Nein, ist nur Spaß. So, ja, gehen wir da mal rein. Ist doch lustig, wie alle das so einfach hinnehmen. Ja, aber die Syndrom, da laufen Zombies durch die Gegend, aber was soll's? Mein Gott. Ist jetzt nicht so tragisch, würde ich mal sagen. Nee. So, schlafen wird nicht, jetzt wird ihr lernt.
bis du erschöpft zusammenfällst. Wahrscheinlich, weil meine Vermutung ist echt, man kann nur durch Tartarus wirklich richtig erschöpft sein. Was eigentlich keinen Sinn ergibt. Ich meine, so ganz viel arbeiten, dann noch Nachtschichten schieben, das muss doch auch sehr, ja, sehr kräftezehrend sein. Du hast dich entschieden zu lernen. Wissen hat sich erhöht. Fühlt sich müde. Aber ich denke mal, wenn wir so weitermachen, können wir alsbald wahrscheinlich mit Mitsuku was starten hier. Also Social Link-mäßig. Endlich Zeit für Mittagessen. Jetzt kommen sie da alle angereiht hier. Hey, kommst du heute zum Schülerrat? Ich weiß noch nicht so genau. Oh, ich würde dich gar nicht zwingen zu gehen. Aber es wäre schön, wenn du kommst, okay? Entschuldige mich bitte. Aus dem Weg, du Pöbel. Jede Toshi zählt auf dich. Vielleicht solltest du da nach der Schule hingehen. Die Mittagspause ist fast vorbei, du gehst zurück ins Klassenzimmer. Eigentlich würde ich erst gerne mal den nächsten. Ist erstmal wichtiger, Social Links zu kreieren. Was liegt da auf meinem Tisch? Achso, speichern. Achso, ich kann ja auch speichern, das habe ich auch nicht gewusst. Ich dachte schon, was blinkt denn da so auf meinem Tisch? Dann war es ein Speicherblock. Ja, Hauswirtschaftsraum, ne? Können wir das jetzt machen? Ja klar, Reiner. Gekkokan High School, Hauswirtschaftsraum. Ihr habt schon ordentlich an der Nähmaschine gearbeitet. Oh, Jatta, ja, so gut habe ich noch nie genäht. Oh. Der Austauschschüler, den du im Antiquariat getroffen hast, näht gerade. Wunderbar. Das scheint ein sehr interessanter Typ zu sein, ja. Wir reden natürlich mit ihm. Oha. Konnichiwa, hallo, Plugin-sama. Ich habe dich seit dem Antiquariat nicht mehr gesehen. Du bist gekommen. Och, La Fromage. Das freut mich sehr. Ich bin auch gerade gekommen. Du weißt, wie ich heiße. Was machst du denn da? Ich lerne die Kunst des Nähens. Das ist Tanoshi. Mach Spaß. Möchtest du jetzt versuchen? Baby will anscheinend, dass du mitmachst. Oh ja, klar, warum nicht? Hunter, wirklich? Arigato, danke. Ich bin dienstags, mittwochs und freitags hier. Vor Prüfungen lassen sie mich nicht rein. Da werde ich ausgesperrt. Ich war traurig, weil ich keine Tomodachi-Freunde hatte, seit ich in Nihon, Japan bin. Aber jetzt bin ich glücklich. Du trittst dem Modeclub bei. Oh wow, jetzt ist es nicht toll. Also jetzt, ich meine, das passt so ins Modeclub. Hallo, du verstehst Baby jetzt etwas besser. Na dann, mal sehen, wer ist denn Baby? Was für einen Social Link könnte er haben? Das ist, was ist das? Du bist ich und ich bin du. Du bist eine neue Bindung eingegangen. Ich bin gesegnet. Du, wenn du Personas mit dem Arcana Mäßigkeit erstellst. Was ist ja witzig, ist Mode gerade Mäßigkeit? Ist das nicht genau das Gegenteil eigentlich, ne? Dass Mode eher Mäßigkeit durchbrechen soll. Austauschschüler. EP-Bonus, wenn du Mäßigkeit. Sehr gut. Wow, wo ist die Zeit in? Bis dann, Plugin-sama. Oh, übrigens, ich habe mich gefragt, wie man sich auf Nihongo Japanisch verabschiedet. Ja, nee. Hasta la vista. Genau so. Wakarimashita. Ich verstehe. Hasta la vista, Bebe. Was stehst du? Hasta la vista, Baby. Ha, lustig. Du gehst zurück ins Wohnheim. Mensch, ich bin halt richtig lustig drauf hier. Hallöchen. In letzter Zeit ist es unheimlich still. Damit meinst du die Schatten, oder? Der letzte Angriff ist einen Monat her, aber ich bin mir sicher, dass sie den Tartarus wieder verlassen werden. Stimmt, in letzter Zeit sieht man die Verlorenen überall. Irgendwas ist da im Busch. Gut. Ja, müssen wir jetzt einfach noch ein bisschen Zeit rumkriegen. Weiter lernen, wie viel Geld haben wir denn? Meine, am effektivsten wäre tatsächlich, wenn wir Dings machen würden. Wie viel Geld haben wir? 1000.